Radio IBS Leeds, die Presseschau für Sonntag, den 27. April 2008. Mein Name ist Andreas Klamm. Themen, die die Welt bewegen und über die heute in Deutschland geschrieben wird. Die Bild-Zeitung berichtet unter anderem über folgende Themen. Flugzeugcrash, Eisenach, Thüringen. Bei einer Flugschau in Thüringen stürzte ein Flugzeug in die Zuschauermenge. Beim Absturz des Flugzeuges starb eine Frau unter den Zuschauern. Benzin kaum noch bezahlbar. Die Löhne sinken und die Benzinpreise steigen. Das stört jetzt offenbar auch die Bild-Zeitung. Die Zeitung und Politiker fordern: Frau Merkel, machen Sie den Sprit billiger. Liebesleben von Politikern. Bild enthüllt, mit wem der Politiker Joschka Fischer gerne Küsse austauscht. Die Süddeutsche Zeitung berichtet im Titel unter anderem über folgende Themen. Streit um die Rente. Rüttgers redet sich immer wieder ins Abseits. Tempelhof. Ich bin ein Berliner und blöd sind die Berliner nicht. Ein Beitrag um den Flughafen Berlin-Tempelhof. Das 11. Gebot zur Fußball-Bundesliga berichtet die Süddeutsche Zeitung über ein 11. Gebot, das in dieser Form sicher nur Freunden des Fußballspieles bekannt sein dürfte. Die in Frankfurt erscheinende FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, beschäftigt sich unter anderem heute am Sonntag mit folgenden Themen. Gregor Gysi im Interview. Die Rentenkasse braucht den Millionär. Managergehälter. In den Schredder mit dem SPD-Bericht. Pro und Contra. Soll der Tempelhof wieder eine größere Rolle spielen? Gedanken zum Flughafen Berlin-Tempelhof. Das war eine Auswahl der Übersicht von Themen, die Deutschland bewegen, in der Mini-Presseschau von Radio IBS Leeds für Sonntag, den 27. April 2008. Mehr Informationen zu Radio IBS Leeds bei www.radioibsleeds.uk.tp. Ich wünsche Ihnen einen guten und angenehmen Tag.